Ein Sturz und viele Fragen. Am Abend hat ZDF-Moderator Gottschalk zum ersten Mal in der Geschichte von Wetten, dass die Live-Übertragung abgebrochen, weil einer der Kandidaten schwer gestürzt war. Jetzt wird über Sicherheitsfragen und Gefahren natürlich diskutiert, denn der 23-Jährige war wohl bereits bei den Proben zur Sendung schon mal gestürzt. Das gesamte ZDF-Team sei schockiert, heißt es aus Mainz, und niemand habe gezweifelt, dass der junge Mann diese Wette doch bestehen würde. Der Moment des Unfalls. Wettkandidat Samuel will mit seinen Sprungfedern über ein fahrendes Auto springen. Dabei prallt er gegen den Wagen, stürzt und bleibt regungslos auf dem Boden liegen. Der 23-Jährige ist schwer verletzt. Viele Augenzeugen sind geschockt. Alles bestürzt. Und erschreckend war alles. Und man kann sich einfach nicht vorstellen. Man sitzt davor, man sieht das, man weiß nicht, was passiert, was man machen soll. Zuschauer waren total entsetzt gewesen, war richtige Stille im Raum. Noch in der Halle wird der Wettkandidat von Notärzten versorgt. Im Anschluss kommt er zur weiteren Behandlung hier in die Uniklinik Düsseldorf. Er hat jetzt eine Magnetresonanztomographie bekommen, aber auch noch wahrscheinlich andere Untersuchungen. Im Detail kann ich Ihnen das auch nicht sagen. Es wird alles für ihn getan. Auch hier auf dem sogenannten Ball der Sterne in Mannheim spricht sich der Unfall schnell herum. Viele Prominente sind betroffen. Ja, das ist ganz furchtbar traurig. Das ist eine ganz entsetzliche Nachricht. Ich habe eine Sekunde drüber nachgedacht, was kann man da überhaupt machen? Du kannst ja auch nichts machen, du bist so hilflos. Und jetzt kann man einfach nur hoffen, dass es dann doch irgendwie ein bisschen Glück im Unglück und hoffentlich glimpflich ausgegangen ist. Wie schwer die Verletzungen des 23-Jährigen wirklich sind, ist noch völlig unklar. Am Nachmittag wollen die Ärzte der Uniklinik Düsseldorf weitere Details bekannt geben.